Das Wachstum von Pilzen und Pflanzen scheint sich auf den ersten Blick zu gleichen. Doch es gibt gravierende Unterschiede. Nur die Pflanzen können aus dem Sonnenlicht Energie gewinnen, da sie Blattgrün, das Chlorophyll, produzieren. Pilzen fehlt diese Grünstoffbildung, darum zählen sie auch nicht zur Pflanzenverwandtschaft. In gewisser Weise finden sich Gemeinsamkeiten mit Insekten. Dass etwa dieser Hirschkäfer eine robuste Panzerung besitzt, verdankt er dem sogenannten Chitin. Ein Stoff, der aber nicht nur den Körper von Insekten stützt, sondern auch Pilzen Festigkeit, Form und unterschiedliche Struktur verleiht. Pilze sind weder Tiere noch Pflanzen, aber leicht verletzliche, feuchtigkeitsspeichernde Geschöpfe. Sie bilden im Naturhaushalt ein eigenes Reich, stehen für schnelle Reproduktion, aber auch rasante Vergänglichkeit.